Zu bunt wird es den Polizeikommissaren Marie Albrecht und Can Yildiz im nächsten Einsatz. 10-22 von Egon. 10-22 hört. Marxloher Straße 123. Anrufer Herr Peter meldet Sachbeschädigung Peter vor Ort. Okay, verstanden, wir fahren hin. Was die Beamten auf dem Weg zum Kiosk noch nicht wissen, die Täter schrecken weder vor Sach- noch vor Personenschäden zurück. Okay, da geht's. Oh, da gibt's schon ein Gerangel. Okay, los geht's. Da hat jemand ein Messer, hast du es gesehen? Ja. Polizei! Polizei! Messer fallen lassen! Messer fallen lassen! Ich bleib hier, geh und her! Hier, nimm mal einer. Bei Eintreffen vor Ort haben wir 4 Personen gesehen. Wir hatten die Information von der Leitstelle, dass es hier um eine Sachbeschädigung ging. Relativ klar wurde uns dann die ganze Sachverhalt, als wir das Messer mit im Spiel gesehen haben. Hab versucht, natürlich den einen Kollegen zu fixieren. Meine Kollegin ist hinter dem anderen Täter her. Der ist leider flüchtig gewesen, haben uns dann natürlich um die Opfer gekümmert. Ruhe jetzt hier! Hast du Hilfe? Ist okay. Gucken Sie mich mal an. Scheiße. So. Als ich zurück zum Opfer gekommen bin und sah, dass in den Beinen noch ein Messer steckte, habe ich direkt den RTW gerufen, der auch relativ schnell vor Ort war. Wir haben einen Kiosk besprüht. Wir wollten die aufhalten. Wenn jemand Zivilcourage zeigen möchte, ist es halt natürlich erstmal wichtig, sein eigenes Leben nicht aufs Spiel zu setzen, ganz klar. Alle Ehre natürlich, auch sehr mutig, dass man den Täter dann auf frischer Tat ertappen möchte. Im Endeffekt hat man gesehen, was dabei rausgekommen ist. Wichtig ist einfach, so schnell wie möglich die Polizei rufen und gewinnt die Situation wirklich an Überhand, dann wirklich einen Schritt zurückgehen und dann warten, bis die Polizei auch da ist. Die Kioskbesitzerin und der Zeuge wollten die Sprayer vom Graffiti-Sprühen abhalten. Ein Täter konnte entkommen, weil er die Frau niedergestochen hat. Wir haben hier eine Stichverletzung, das Messer steckt noch im Bein. Oh ja. Hallo. Hallo. So, ihr kümmert euch kurz drum, ne? Immer bitte verfrachten, ja? Herr, bleibt nicht ruhig. Der gefasste Täter ist noch ein Jugendlicher. Er verhält sich unkooperativ und macht keinerlei Angaben zu seinem Komplizen. Die Polizisten hoffen auf die Aussage des Zeugen. Der wohnt neben dem Kiosk und hat die Schmieraktion zuerst gesehen. Okay, zum Alter, können Sie da was sagen? Ich schätze so 20, 18 bis 20. Okay. Also eher 18. Kleinen Moment einmal. Mhm. Um die flüchtige Person zu finden, haben wir eine Funkfahndung eingeleitet mit der Täterbeschreibung, die wir von dem Zeugen bekommen haben. Ich würde gerade mal versuchen, das Opfer zu befragen, ja? Lass mich nur. Ist okay, Maggie. Also wie gesagt, hast du es im Griff da? Ja, gebe ich gleich gar durch. Nichts. Deswegen. Okay, gebe ich gleich durch. Ich guck mal, ob ich beim Opfer irgendwas rauskomme. Alles klar, ich bleib hier, ja. Ist jetzt okay? Langsam? Jetzt reicht's aber hier. Für den Luca wird es jetzt wie folgt aussehen. Es wird jetzt erstmal eine ED-Behandlung durchgeführt, erkennungsdienstliche Behandlung. Die Kollegen vom Fachkommissariat wurden ja auch schon verständigt, werden dann auch eine Vernehmung mit ihm durchführen. Zu bestellen? Ja. Und daraufhin ist er eine völlig ausgerastet und hat auf einmal ein Messer gezogen. Und die haben hier hinter rumgesprüht, haben Sie gesagt? Ja, wir wollten die aufhalten. Und Sie sind die Kioskbesitzerin? Genau, das ist mein Kiosk. Das Opfer war in dem Fall die Besitzerin von dem Kiosk, der beschädigt wurde. Sie wurde durch den Zeugen gerufen, ihren Nachbarn, der gegenüber von dem Kiosk wohnte und die ganze Tat aus dem Fenster gesehen hatte. Er ist mit der Kioskbesitzerin dann rausgelaufen und wollte die Täter stellen. Das hier ist auch vom Täter? Die Dosen und das muss alles von den Tätern sein. Ja. Da sind auch noch eine Dose, vielleicht finden Sie noch Fingerabdrücke. Ja. Ja, das würden wir dann alles hier noch sicherstellen. Ja, hier steht auch noch eine Taschenlampe. Ja, eine Taschenlampe. Das ist von den Tätern, die haben das hier dran gesprüht. Okay. Ja, schau mal kurz. Und als sie dann. Genau, okay. Ich hätte sonst auch noch die, falls du die brauchst. Ja. Und der Täter, der weggelaufen ist, der hat zugestochen. Der hat dann zugestochen. Haben Sie das gesehen? Ja, ich habe das gesehen. Ja, von dem Zeugen wurden uns die ganzen Sprühdosen gezeigt, beziehungsweise die ganzen Sachen, mit denen die Täter den Kiosk beschädigt haben. Das haben wir alles fotografisch festgehalten und die ganzen Dosen und Rucksäcke, Taschen, Taschenlampen haben wir alles sichergestellt. Ja, dann gehen wir jetzt gleich erstmal zur Wache. Genau, von ihm die Zeugenaufnahme ist aufgenommen. Okay. Sie bekommen dann nochmal einen Anhörbogen von uns. Mhm. Sie können jetzt aber erstmal ins Krankenhaus zu Ihrer Nachbarin hinterherfahren, wenn Sie möchten. Ja. Die Fahndung nach dem flüchtigen Sprayer läuft bereits auf Hochtouren. Derweil bringen Marie Albrecht und Can Yildiz den geschnappten Mittäter zur Hauptwache Duisburg-Nord. So, noch einen Moment sitzen bleiben, aber einmal zu meinem Kollegen dich wenden.
So, noch einmal kurz sitzen bleiben. Die Kollegen holen sie jetzt sofort ab. Bist du dabei? Ja. Dann aussteigen. Ich nehme die Taschen mit, ne? Die Vernehmung des Jugendlichen auf der Wache übernehmen nun die Kriminalhauptkommissare Eckhard Greitner und Norbert Meinert. Ich lasse mal die Sachen jetzt einfach hier, ne? Die Stelle ist einfach nur. Hallo. Hallo, was haben wir? Den Täter habe ich der Kripo zur Vernehmung übergeben und mitgeteilt habe ich ihm dann hierbei, dass es sich um eine Sachbeschädigung handelt, dass mitunter eine gefährliche Körperverletzung begangen wurde, die er zwar nicht begangen hatte, aber sein Kollege. Das ist der Kollege Meinert. Mein Name ist Greitner. Mit wem haben wir denn das Vergnügen? So, das geht Sie erstmal nichts an. Personalien müssen wir wissen. Wenn du nichts zur Sache aussagen willst, ist es okay. Du bist Beschuldigter, bist Täter. Du hast sozusagen ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn du dich selbst beschuldigen würdest. Aber was uns natürlich wirklich interessiert, ist natürlich auch dein Name und der Name von dem anderen Kameraden. Vornamen wäre doch schon mal ein Anfang. Luca, mein Name. Luca. Mit C oder mit K? Luca. Mit C. Luca mit C. Und Nachname? Mester. Luca Mester, okay. Das Problem ist immer wieder das Gleiche. Man steht da vor einer Wand, versucht auch schon mal, indem man etwas lauter wird oder Vernehmungstricks anwendet, da was rauszukriegen. Die stellen sich oft gerne stur und man muss dann mit Fakten überzeugen. Man muss eigentlich was in der Hand haben, um da richtig anpacken zu können. Alles andere führt zu nichts. Wie heißt der Kamerad, mit dem du unterwegs warst? Das geht Sie auch nichts an. Das geht uns sehr wohl was an. Weißt du, was da passiert ist? Da gab's eine Frau, die hat ein Messer ins Bein gekriegt. Wenn du so weitermachst, dann bist du auf dem besten Wege, da nie wieder aus dieser Situation rauszukommen. Willst du dir dein Leben damit verdienen? Ja, meine Ansicht darf ich ja haben. Ja, meine. Aber ist das denn deine Zukunftsplanung, sich mit kleinen Kriminalitäten hier aufrechtzuerhalten? Was geht dir denn in meine Zukunftsplanung mit? Deine Zukunftsplanung? Ich habe dich gefragt, was deine Planung ist. Die Akte vom Fachkommissariat. Ja. Ah ja. Und zwar habe ich Fotos am Tatort gemacht und habe die mit denen hier mal verglichen und die ganzen Schriftzüge hier stimmen mit den anderen überein. Ach guck. Okay. Also der Gute hat schon ein paar mehr Sachbeschädigungen auf dem Kerbholz. Die Kollegin von der Schutzpolizei hat uns hier die Akte mitgebracht und daraus hat sich ergeben, dass der Täter von heute Abend die gleichen Tags oder die gleichen Schriftzüge benutzt wie an vielen, vielen anderen Tatorten in der Stadt auch in den vergangenen Jahren. Und da haben wir einen Schaden von allein schon 250.000 Euro ermitteln können. Kannst du davon ausgehen? Du bist 16, du bist strafmündig. Bist du damit dran, ne? Und dann bist du dran. Da zahlst du dein Leben lang. So, jetzt mal raus mit dem Namen hier. Ja, ich höre. David heißt der, David. Dadurch, dass der Tatverdächtige uns den anderen Tatverdächtigen auch mit Namen genannt hat, haben wir gleich eine Meldeanfrage gemacht. Wir müssen versuchen, irgendwie noch Beweismittel zu sichern, Spraydosen, irgendwelche Zeichnungen für Aktivitäten oder was auch immer. Das müssen Sie machen. Ich stehe immer nur Schmiere. Du stehst nur Schmiere. Ja. Du bist praktisch sein Co-Pilot sozusagen. Ja. Ja? Ja, also du bist eigentlich derjenige, der sein Handeln aktiv unterstützt und dafür sorgt, dass er nach Möglichkeit nicht erwischt wird. Das heißt, du stehst genauso in der Kreide wie er. Also ich glaube ihm das schon. Also er macht auf mich nicht den Eindruck des wirklich Aktiven. Er scheint eher mehr so ein Mitläufer zu sein. Er wollte ein bisschen cool rüberkommen, wollte uns ein bisschen zeigen, wo der Hammer hängt. Hat nicht ganz hingehauen. Messer wurde gemacht, die Adresse haben wir alles. Alles klar, müssen wir mal hinfahren und den festnehmen vielleicht. Ja. Ja, was machen wir mit ihm? Die Eltern sind verständigt. Die sind auch schon unten, also rein theoretisch könnten wir ihm den Eltern übergeben. Ja. Trotz seines umfassenden Geständnisses droht dem Jugendlichen eine harte Strafe. Und das offenbar nicht nur von Seiten des Gerichts. So. Aber mein Freund, Nee, so nicht. Kannst du mal sagen, was hier unten hier wieder sollte? So nicht. Beruhigen Sie sich jetzt bitte erstmal. So geht's nicht. Lukas Vater kam direkt sehr aufbrausend auf uns zu und wollte seinen Sohn zur Rede stellen, ging auch direkt verbal dann auf ihn los, sodass ich die Parteien erstmal versucht habe zu trennen. Die Mutter war direkt relativ verzweifelt, sodass ich sie dann von der ganzen Situation nochmal weggenommen habe, um mit ihr persönlich das Gespräch zu suchen und ihr auch Hilfestellung zu geben. Sie bleiben da sitzen. Haben Sie mich verstanden? Sie bleiben da sitzen. So, Sie kommen mal einen Moment mit hier in mein Büro. Ich habe hier bei der Mutter versucht, ihr mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wenden Sie sich ans Jugendamt. Ich kann Ihnen auch gerne ein paar Broschüren, ein paar Telefonnummern mitgeben. Sie können sich ans Jugendamt wenden, auch an Beratungsstellen, wo Sie alleine hingehen, wo Sie mit Ihrem Sohn hingehen oder mit Ihrem Mann auch zusammen. Habe ihr ein paar Telefonnummern und Ratschläge gegeben, dass sie sich ans Jugendamt, an eine Beratungsstelle wenden kann und für den Sohn bestenfalls auch einen Anwalt hinzuzieht.
Wir möchten jetzt nicht noch definitiv gleich einen Anruf haben, dass da irgendwie zu Hause noch losgeht. Nein. Bitte vernünftig miteinander reden, ja? Ja, Sie auch. Halten Sie sich ein bisschen zurück. Ja, ja. In der Zwischenzeit haben die beiden Kollegen der Kriminalpolizei bereits die Adresse des geflüchteten Täters erreicht. Ebenfalls ein Jugendlicher, der noch bei seinen Eltern wohnt. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Zäuner, Kriminalpolizei Duisburg. Breitner, mein Name, hallo. Meinert, hallo. Wir kommen zu Ihnen, weil wir, können wir kurz reinkommen? Vielleicht, wir möchten das ja nicht vor der Tür besprechen, wegen der Nachbarn. Wir kommen wegen Ihrem Sohn. Ja, Ihr Sohn ist heute Abend beim Graffiti-Sprayen erwischt worden. Zusammen mit einem Freund von ihm, dem Luca. Den kennen Sie, den Luca? Ja, der war ein paar Mal hier. Was haben Sie für einen Eindruck von dem? Ist das mehr so ein Schüchterner oder so aufbrausend? Weil ich habe das Gefühl, dass das für David nicht der richtige Umgang ist. Okay. Die kennen das ja, die lassen sich ja nichts sagen, die Jungs. Ja. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, dass er gerne Graffiti sprayt oder so. Wir haben so den Verdacht, dass es schon die ganze Stadt mehr oder weniger übergesprüht hat. Aber heute Abend war es halt ein bisschen problematisch. Er wurde gestellt von Anwohnern und dann hat er einer Frau ein Messer ins Bein gerammt. Ja. Und ist abgehauen. Ja, richtig. Ja, ja, deswegen. Was die Graffiti ist so denn nicht oben? Ist er im Haus? Ist der da? Ja, der ist in seinem Zimmer. Der ist in seinem Zimmer. Wo ist denn das Zimmer? Können Sie uns das zeigen? Oder sagen Sie Treppe hoch? Oder? Ja, gehen Sie die Treppe hoch. Ja. Die Festnahme des brutalen Sprayers scheint zum Greifen nah. Doch die Beamten rechnen nicht damit, dass der junge Mann zu allem bereit ist. Na, also hier sieht's. Das sieht. Hier ist schon mal kein Sohn ist nicht da, aber. Schau mal. Mein Gott, das ist ja alles dabei, was ich gedacht habe. Als wir dann in das Zimmer des jungen Mannes kamen, da war offensichtlich, dass wir an der richtigen Adresse waren. Eigentlich lag alles wie im Bilderbuch parat: Skizzen, Farben, Werkzeuge. Alles war da, nur der Tatverdächtige halt leider nicht. Aber das kommt öfters vor. Jetzt gucken wir erstmal, wo der Kamerad sich versteckt hat, so im Bett. Okay. Wo kann der denn sein? Hallo? Also hier ist klar, hier ist niemand. Hier ist auch keiner. Hey. Oh. Oh, das Auto! Die Kripo-Beamten wissen, wenn der entflohene Täter nicht sofort gestoppt wird, droht ein Unglück. Der Jugendliche hat noch keinen Führerschein und verliert mehr und mehr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Egon von 3212. Hallo? Personen liegt schwer verletzt am Fahrzeug, überhaupt dringend. RTW, NRW und Kollegen zur Unfallaufnahme. Nach dem Verkehrsunfall war für den Kollegen und mich klar, jetzt geht es erstmal nicht um die Straftat, die wir ihm zur Last legen, sondern darum, ihn aus diesem verunfallten Fahrzeug zu retten. Und die Vernehmung und das, ob das nur heute oder morgen oder wenn er wieder vernehmungsfähig ist, stattfindet, das ist sekundär. Bei Antreffen war er leicht bewusstlos. Ist dann aber relativ schnell zu sich gekommen und war ansprechbar. Okay. Etwas desorientiert, aber ansonsten noch. Können Sie mich hören? Ja? Ist Ihnen schwindelig? Ist aber noch am Leben. Ist noch am Leben. Beruhigen sich. Ärzte sind alle schon da. Die Mutter kam zur Unfallsituation hinzu, gelaufen, völlig aufgelöst, völlig fertig, ist ja verständlich als Mutter. Mussten wir versuchen, sie einigermaßen zu beruhigen. Und glücklicherweise hat sie auch gesehen, dass die Ärzte sich um ihr Kind gekümmert haben, sodass sie einigermaßen doch friedlich mit der Situation, denke ich mal, umgehen konnte. Das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Er wird jetzt medizinisch versorgt. Ja. Das sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. Ja. Das wird schon wieder. Der junge Mann hat großes Glück gehabt. Nicht nur, weil er selbst seinen Horrorunfall mit relativ leichten Blessuren überlebt hat, sondern auch, weil er bei seiner kopflosen Flucht keine unschuldigen Verkehrsteilnehmer mit hineingezogen hat. Sie müssen jetzt bitte einmal aus dem RTW raus, ja? Wir müssen noch ein paar Untersuchungen machen. Verzeih mir, noch ein Mama, was bitte. Machen. Ja? Verzeih mir, Mama. Machen wir jetzt auch eine sterile Abdeckung auf dem Kopf, bitte.
ja, bei solchen Verkehrsunfällen mit so jungen Leuten, die dann auch noch sehr schwer verletzt werden, das geht einem schon sehr nahe. Und wir müssen einfach im Kollegenkreis dann, wenn etwas Ruhe ist, drüber reden, um das auch verarbeiten zu können. Es geht einem wirklich sehr nahe, denn so ein junges Leben, das ist schon sehr wichtig. Um seiner gerechten Strafe für die Sachbeschädigung zu entkommen, hat der Teenager sein eigenes Leben und das anderer aufs Spiel gesetzt. Durch den Unfall kommt er zur Besinnung und stellt sich endlich seiner Verantwortung.